Hallo und herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. Und wir sind immer noch mittendrin im Winter und der wird noch ein paar Tage dauern. Na, wir sind bei Tag 3. Und ja, wir haben jetzt letzte Folge unsere Werkstatt erstellt mit einem Rüstungsmacher, einem Bogenmacher und ein Tisch für Holzarbeiten. Also unsere Holzschwerter. Gedöns. Sachen. Weißt du? So, jetzt warten wir mittlerweile auf die Küche. Wir haben auch schon in Auftrag hier, dass wir unsere Kalkstein-Blockfeuerstelle, ne, also unser schöner Ofen. So, ich glaube, er ist jetzt fertig mit dem Dach, ne? Ja, sehr nice. So, das Dach ist fertig. Es ist einfach so wahnsinnig geil gemacht. Ohne Witz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn jetzt? Forschung verfügbar. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Tschatsching. Bäm. Forschung 2. Sehr nice. Jetzt geht's los, Freunde. So, jetzt brauchen wir 20 davon und ein bisschen was davon. So, bis jetzt können... Forschungstisch. Ach, da brauchen wir noch einen Forschungstisch. Ach, lass mich doch in Ruhe. Scheiße. Dann baust du den bitte mal dahin. So. Mein Gott. Okay, dafür brauchen wir einen separaten Forschungstisch. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Wie heißt das Ding hier? Basisforschungstisch. Okay, und das ist dann ein Forschungstisch und dann kommt wahrscheinlich der Profi-Forschungstisch. Irgendwie sowas, ne? Das mit den Wölfen, dieses Jaulen von den Wölfen finde ich ja auch richtig genial, ne? Autospeichern, ja, schön. Trefferpunkte, ja. Ich meine, solange wir sie uns in Ruhe lassen, dürfen sie leben. Da habe ich kein Problem damit. So, nahrungstechnisch. Rohes Fleisch haben wir 75 Stück, okay. Krasse Sache. Grillfleisch haben wir 10. Eintopf haben wir, ja. Räucherfleisch haben wir 2. Also nahrungstechnisch sind wir echt gut aufgestellt. Also da gibt es nichts irgendwie, ne? Ja. Jetzt halt doch den Rand da unten. So nicht hier, ey, Freundchen, ne? Sonst kommst du in die Pfanne. Oh, Mann. Schön. So. Ja, der Gillis ist gut, ne? Also, dass wir den gekriegt haben, das ist echt nice. So, wie sieht's denn aus hier? Steuerung. Wie viel haben wir? Oh, wir haben so viel. Da brauchst du nichts machen. Hier ist eher wichtiger, ne? Lehmziegel. Dann haben wir hier bis folgendes erreichtes. 20, ja, sehr schön. Dann haben wir hier... Ah, hier wird jetzt gerade gebaut. Okay, sehr schön. Wir brauchen jetzt, pass auf, was wollen wir als... Wollen wir die Holzwaffen 2 machen, dass hier vorne weg ist? Wir brauchen 30 von den Chroniken. Ja, lass die da mal ein bisschen arbeiten. Dorfbewohner verhungern, was? Wieso verhungerst du? Denn geh essen, Junge. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Pioka, Mensch, was soll das? Hier muss keiner verhungern. Leiden unter Kälte. Ja, das mit der Kälte ist klar. Weil Winterkleidung sieht jetzt auch nicht sonderlich gut aus. Da müssen wir durch als Lorch. Freunde, da müsst ihr echt durch. Das können wir nicht. So, was wir auf jetzt hier. Pioka. So. Was ist das? Oh! Unser Jäger. Ja, hallo, Herr Jäger. Was kann ich denn hier eigentlich? Transport zum Lagerplatz priorisieren. Mach das bitte mal. Wenn, lass es da nicht liegen. Ich meine, es ist zwar kalt. Was fehlt dir noch? Immer noch Lehm. Wo läuft der jetzt hin? Ach, hier zum Lehmhaufen, okay. Verboten. Achso, 8 Knochen, ja, ja. 9 Knochen. Okay, weil ich möchte diese Feuerstelle fertig haben, weißt du? Und anschließend möchte ich das Banner dann noch bauen, aber Leinstoff. Wie kriegen wir Leinstoff eigentlich? Hat da einer eine Ahnung? Mal kurz Pause hier. Jetzt will ich mal gucken. Gegenstände für Kleidung zu legen. Und produzierte Gegenstände für Kleidung zu legen. Ja, aber Leinstoff, kann man den nicht so herstellen? Oder
Ja, dann machen wir das halt mal so. Dann kriegen wir eh noch eine Errungenschaft. Wenn wir irgendwas zerlegen, was jetzt nicht gebraucht wird, weißt du? So, Bioka Bau 17, sehr schön. Sehr nice, mein Freund. Sehr, sehr nice. So, gucke mal. Stopp. Nicht wegrennen. Bereits in Arbeit. Ah, okay. Bereits in Arbeit, sagen sie uns. Sehr nice, dass das unsere Leute dann einfach mal hier auch, ne, ihr endlich ihre gemütliche Ruhestätte genießen können. So, Gillis, was ist mit Gillis los? Er ist komplett schlief in geteilten Quartieren, aß an einem Tisch, religiöses Bedürfnis befriedigt, Unterhaltungsbedürfnis erfüllt. Aber er ist trotzdem nicht voll, ne, gut ausgeruht, nicht hungrig, neutral. Vorhin war er grün, jetzt ist er komischerweise nicht mehr grün. Neutral geben wir ja auch mal ein. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ja, bei Tirol ist nämlich auch das gleiche. Neutral, Florenz, Helene und Bioka waren noch eingestellt. Sehr schön. Guck mal, ah, ist das nicht geil? Ey, jetzt mal ohne Witz, das sieht doch so cool aus, oder? Euphemia und Beda. Ach. Ja. Schön. Aber es ist echt manchmal, ne? Es ist einfach so traurig. Kalkstein? Kalkstein, ja, das könnt ihr eigentlich fertig machen. Aber jetzt machen sie erstmal hier fertig. Schön, jetzt geht's hier weiter. Sehr nice. Das gefällt mir auch. Ja, dann machen wir dann oben auch noch so einen Turm. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6. Okay. Umgang mit Tieren auf 12. Sehr schön. Ich weiß nur nicht, ob ich den jetzt dann schon hier ansetzen möchte. Eigentlich schon. Wir haben ja echt viel Bauplatz. Wir können es auch da ausbreiten. Obwohl, diesen Strauch hier, was ist das für einer? Johannisbeerstrauch, den würde ich schon noch mit reinnehmen wollen, ne? Ne, den müssen wir wegmachen. Ach, den haben wir eh noch. Das ist, ne? Wir haben ja unten, hier, wenn die hier anbauen im Frühling, so, das ist naja so viel. Von daher alles gut. So, was machen die Jungs und Mädels? Botanik nur auf 13, sehr schön. Obwohl du das gar nicht machen solltest, ne? Dafür haben wir ja Bioka und Helene Schneidert. Gucke mal, Helene Schneidert. Die Helene Schneidert gibt's doch gar nicht. Schön. So, lass uns mal kurz nach unten gucken. Guck mal hier, alter Falter. Okay, krass. Ja, cool. Coole Sache. Sehr schön, so gehen wir da hoch. Zack. Sehr schön. Ich weiß nur noch nicht, bin gerade überlegen, ob wir das hier irgendwie mit integrieren wollen. Ja, müssen wir ja eigentlich schon, ne? Dieses Loch. Irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen. Kann man das irgendwie, warte mal. Ja, das kann man abbauen. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Ich bin nämlich echt am Überlegen, ob wir hier komplett was machen, was ich vielleicht so nicht machen möchte. Was haben wir hier? Lehmhaufen. Kann das sein, dass das hier größer wird, dieses Loch? Ich weiß nicht. Da kümmern wir uns dann drum, weißt du? Jetzt machen wir erstmal hier, jetzt gucken wir erstmal hier, dass das hier alles so läuft, wie es laufen soll. Hier, unsere Kochstelle ist fertig. Sehr nice. Guck mal hier. Eine Mahlzeit. Kochmaterial, Kräuter. Üppige Mahlzeit und eingelegtes Gemüse. Konservierungsmittel. Okay, wir kriegen Konservierungsmittel her. So, da kannst du hier mal. Auto speichern. So, da geben wir das ein. Kochmaterial, Brennstoff, Kochmaterial, Brennstoff und ja. So, und hier brauchen wir Konservierungsmittel. Da frage ich mich jetzt, wo ich das herkriege. Kriegen wir das vielleicht hier raus? Bier? Bier? Grober Wein. Nö. Kriegen wir nicht raus. Okay. So, aber was wir dann machen können, ist das hier abreißen. Das brauchen wir dann nicht mehr. So. So, dann gehen wir gleich mal auf 20.
12, ein Kräuter, ein Brennstoff. Das heißt 14 pro. Wird interessant werden, ne? Bis folgendes erreicht ist. 20. Dann machen wir. Bis folgendes erreicht ist. 20. Und eingelegtes Gemüse, ja, keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall unsere Küche. So, pass auf. Wir gehen auf Deko. Auf jeden Fall gibt es hier noch. Was haben wir hier? Wandige Eichenbrüder. Bücherregal, Hirsch. So. Hirschtrophäe. So. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch einen Essbereich reinbauen. Was haben wir hier? Asche. Ja, die Asche kannst du weg. So, warte. Die Tür ist da. Da ist das. Okay. So, pass auf. Jetzt brauchen wir Stühle. Mittelgroßer Tisch. Großer Tisch. Hm. Warte. Zwei hier frei. Mittelgroßer Tisch. Also ich möchte es schon, ne, hier mit drin haben. Warte mal. So, Holzstuhl, Steinstuhl. Naja, ich weiß nicht, ob ein Steinstuhl, Holzsessel. Brauchen wir Holz. So. So, sehr nice. So, wenn das nämlich fertig gebaut ist. Dann könnten wir, warte mal, Dorfbewohner leiden unter Kälte. Ja, aber solange wir sie nicht sterben, ist alles gut. So, da können wir nämlich den hier hinten herausnehmen. Also irgendwo wird gebaut, ne? Ach hier, guck mal, er macht jetzt hier draußen die Fallen fertig. Sehr schön, wer ist das? Bioka, ne? Ja. Sehr nice. Verzweifelt durstig, ja, wow. Brauanlage. Ja, der braut doch mal. Dann braut euch doch einfach mal ein bisschen was Schönes. Was euch wärmt von innen. Ah, genial. Also Gilles tut weiter herstellen. Buckler. Wie sieht's aus? Produktionsverlauf ist okay. Ist okay. Das ist erstmal alles Jacke wie Hose. Hier wird noch alles weiter. Hier, die Stühle haben sie auch schon langsam auch fertig. Ne? Nee, sieht nur so aus. So, Cerol erkocht. Oder sie kocht, ich weiß gar nicht, ist sie männlich oder weiblich? Kann man gar nicht sehen, ne? Was jetzt? Dorfbewohner leid und erkältet. Üppige Mahlzeit. 3 üppige Mahlzeiten. 10 üppige Mahlzeiten. Sehr nice. Oh, das ist cool. Wir kriegen richtig gut Nahrung jetzt, ne? Das finde ich echt nice. Sehr schön. Wir müssen halt nur noch unten einlagern, damit sie nicht so schnell verdorrt. Wäre ja so ein Schade drum, weißt du? So. Ja, ich find's echt nice. Nice. Wo? Ansonsten hier oben. Ah, hier oben hat er jetzt auch den Zaun fertig gemacht. Sehr schön. Also hier oben ist jetzt komplett blank, ne? Siehst du ja. So. Unser kleiner Friedhof. Neuer Siedler, Barbarenmahlzeit. Manche sagten, dass Geschichten über die Abkömmlinge, die Menschen essen, Unsinn sind. Aber sie bekreuzigten sich als Typhain erschienen. Was? Als Tiffany. Tiffany. Ja, Tiffany erschienen.
Die entkam, während die Bestien ihre Messer wetzten. Kannibalen könnten auf der Suche nach ihrem Mittagessen auftauchen. Würdest du Tiffany von der Speisekarte streichen? Die Siedler knallten die Tür zu und ließen Tiffany. Einige Siedler könnten einen negativen Stimmungsmodifikator erhalten. Die Einwohner vom Wild Village beschlossen, ihr zu helfen. Ach, sie ist eine gute Köchin. Verdammt. Aber sie ist 53, 66 Kilo, 1,56 groß. Brutale Wirtin. Sie ist eine brutale Wirtin, okay. Erwarte einen möglichen Angriff in ein paar Tagen. Circa vier Abkömmling Maroder, zwei wilder Abkömmling Maroder, okay. Bab und weg. Nehmen wir nicht auf, diesmal nicht, weil schon allein 54, für eine 54-Jährige, also jetzt im Spiel gesehen, im wahren Leben hätte ich sie natürlich wahrscheinlich reingeholt, aber im Spiel muss ich das nicht haben, weil 54 Jahre alt wäre wahrscheinlich bei den Angriffs oder so drauf gegangen und wahrscheinlich hätten wir noch andere Leute gehabt, die, ja, ne, dann es ein bisschen schwerer gehabt hätten. Oder vielleicht sogar noch einer gefallen mehr oder zwei oder drei, weil es sind doch schon ein paar Leute. Machen wir lieber nicht. Weißt du wie? Und gut ist. So, dann sind wir trotzdem hier immer noch beruhigt, können uns weiter in Ruhe aufbauen. Und einen Siedler mehr, jetzt unbedingt muss es nicht sein. Ja, sage ich auch mal so. Weil wir sind mittlerweile 5 Leute. Ja, es ist erstmal voll okay, so wie es ist. Oh ja, hat er fertig gemacht, ne? Okay. Die Seite hat er komplett fertig gemacht jetzt. Was mir fehlt, ist das hier. Dass er das nicht macht. Also er genießt gerade oder genießt Unterhaltung. Er musste da Moin machen, Junge. Ah, der soll endlich das hier fertig bauen, damit wir hier ein Dach drauf kriegen, damit wir die Leute da hochschicken können. Weißt du wie? Ja, das mit dem Wolfsjaulen ist schon, ne? Autospeichern. Dorfbewohner leiden unter Kälte, ja. Aber eigentlich nicht. Hier drinnen dürfte es doch 2,74 Grad. Obwohl hier, ne? Aber gut, außen minus 22,3. Das ist schon echt Hammer. Das gibt's ja nicht mal mehr in der Realität bei uns hier. Oh Mann. So, da könnten wir aber schon mal weiter Fallen bauen. Pass auf. Wir machen weiter mit diesen normalen Fallen. Es geht ja einfach nur darum, dass wir uns hier ein bisschen absichern. So. Ne? Einfach nur das da. So, die Metallfallen. Das ist klar. Mechanische Komponenten. Eisenbahn, mechanische Komponenten. Trefferpunkte 65. 40. 20. Okay, die fallen mit mechanische Komponente, ne? Hier brauchst du auch mechanische. Wir brauchen unbedingt. Nein, 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 nein. Was machst du? Weg damit. Das wollen wir auf keinen Fall, ne? Ah, er wird es irgendwann fertig machen. Intellekt 41. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 33. Das würde für Holzwaffen reichen. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und sagen hier Menge für immer. So. Das heißt, hier nehmen wir raus. So, Helene schreibt. Das heißt, sie müssen jetzt hier rüber an den gehen und da weiterschreiben. Was ich richtig. Nein, ja, sauber. Schön. Sie wechselt gleich direkt den Arbeitsplatz. Finde ich nice. So eine Arbeiter brauchst du, um erfolgreich zu sein. Das ist wirklich so. So, dann können wir die Holzwaffen machen. Fermentieren. Was kriegt man da? Essig. Rüstung. Essig ist doch das eigentlich, was wir brauchen, um ne, Sachen einzulegen. Genau. Ja, du kannst sie zum Kochen und Einlegen verwenden. Schaltet frei Essig. Chemie ist überhaupt erstmal nicht. Und dann hier verpackte Mahlzeit. Die Jagd oder die Arbeit auf dem Feld kann wirklich hungrig machen. Eine kalte verpackte Mahlzeit hält dich auf Trab. Wäre auch. Schilde, ja. Rüstungsmacher. Kettenhelm, Kettenrüstung, ja. Wäre auch okay.
Möbel 2 mit den Tischen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt haben muss. Stahl, Ich glaube, das brauchst du für extra, ne? Streitkolben. Ja, die machen ordentlich Bums, die Streitkolben, ne? Schwerter, Langschwert, Armbrust. Holzwaffen 2. Ich weiß nicht, ob das brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich brauchst du die Holzwaffen gar nicht. Also ich wäre schon fürs Fermentieren, beziehungsweise die Äxte wäre schon geil. Aber ich weiß nicht, ob wir da Stahl brauchen. Ja, aber so, lass die jetzt erstmal machen. Ja, weißt du? Die lassen wir jetzt erstmal forschen. Das dauert ja eh jetzt eine Weile, da ein bisschen was zusammengekommen ist. Aber wie viel haben wir aktuell von denen? 35. Naja, müssen wir doch mal gucken. Lass die ja jetzt erstmal ein bisschen was davon schreiben. Ne? Baufertigkeitsstufe 18. Wo baust du denn mal, Junge? Nachher macht hier die Fallen weiter, oder wie? Der läuft da einfach drüber, ne? Das interessiert den gar nicht. Er steht mitten in der Falle, das interessiert den gar nicht. Krass. Ah, Hammer. Okay, naja, wenn es dich nicht interessiert, dann interessiert es dich halt nicht. Ey, oi. So, Freunde. Ja, es ist jetzt natürlich die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme, ne? Also die letzten vier Folgen habe ich jetzt am Stück aufgenommen. Ist jetzt auch das erste Mal dann die letzte, die ich für heute dann aufnehme. Wenn alles gut läuft, habe ich ja morgen nochmal Zeit. Da kann ich, wenn ich nochmal vierer schaffe, dann ist cool. Also dann haben wir endlich auch mal wieder ein paar Tage, wo Folgen kommen. So. Aber warum nicht? Ja, je nachdem, wenn ich vormittags die Zeit finde, dann werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Und ja. Für euch ist ja heute schon Freitag. Fällt mir gerade ein, wenn ich vier aufgenommen habe, die erste kommt ja dann, oder ist dann am Dienstag rausgekommen, Montag habe ich aufgenommen, Dienstag kommt sie raus, hat den Grund, weil es halt immer noch ewig verarbeitet. Ja, dann Mittwoch, Donnerstag und das ist heute die Freitagsfolge. Ey Leute, ich wünsche euch schon mal einen guten Start ins Wochenende, nice. Ja, siehst du, so schnell geht's, ne? Ich sitze hier am Montag rum, wenn die Folge siehst, schon Freitag, geil. Ach, wenn es doch nur schon soweit wäre. Ah, ja. Naja, und ich will ja auch immer nicht so viel vorab aufnehmen, weil ich möchte ja auch gerne auf eure Kommentare reagieren. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung oder eure Gedanken immer in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam über das Spiel auch reden. Das möchte ich, das finde ich so schön. Wenn wir gemeinsam drüber reden können, weißt du? So, warte mal, Eintopf haben wir 10 Mahlzeiten. Ja, also vom Essen her machen wir uns absolut keinen Kopf jetzt gerade vom Essen. Und wenn wir dann fermentieren können noch, ne? Da brauchen wir 10. 10 von denen, da hätten wir so ja bald. Das hört sich gut an, ne? Dann schalten wir Essig frei und den Essig müssten wir ja dann hier mit herstellen können eigentlich, ne? Bier, wer hier. Macht aber keiner, ne? Weil erstmal da oben wichtiger ist. Finde ich aber auch richtig, ne? Finde ich richtig, dass man erstmal sich ums richtige Essen kümmerte. Helene, guck mal, die Helene war im Grün, jetzt Zuflucht verweigert. Oh, ehrlich, du hast natürlich Zuflucht verweigert. Zuflucht verweigert. Zuflucht verweigert. Zuflucht verweigert. Die haben alle Zuflucht verweigert, so ein Schwachsinn. Alter, minus 8. Krank. Das ist echt der Hammer. Ja, dieses Wolfsjaulen, das finde ich so nice gemacht, ehrlich. Das finde ich echt genial. Was ist denn eigentlich hier? Leichnam eines Rob White. Info. Trefferpunkt 2. Globale Position. Ist mit stabiler Struktur verbunden. True. Strukturmasse. 3,1. Wert 0. Beschreibung. Letzte Ruhestätte ist ein Autospeicherung. Bescheidenes Loch in der Erde. Das mindestens, worauf wir hoffen können. Erde zu Erde, Asche zu Asche, bla 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 bla. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage hier, ich mache das Grab weg, kommt der Leichnam dann wieder? Das müssen wir auch mal ausprobieren. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Guck mal, wir sind schon bei Tag 7. Da haben wir es irgendwann bald geschafft. Dann sind wir den Winter los. Und wir müssen echt sagen, es läuft relativ gut.
was den Winter angeht. Selbst mit der Nahrung haben wir echt gut im Griff jetzt hier, ne? Hier 9, 6, 10. Hier haben wir noch Räucherfleisch 20. Das ist echt nur so viel da. Das ist echt nice. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. So, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall unsere Schmiede. Das heißt, wir werden auch den Schmiedeofen dann umbauen, den Schmelzofen. Aber ich möchte es ja gerne auch in diesen Steinziegel, also hier in diesen, ne, hier, in diesen Kalksteinblock, möchte ich das alles gerne jetzt aufbauen und so halten. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, unser Dach. Ne? Die Dächer sollen alle so aussehen wie da hinten. Wir weg vom Strohdach und wir gehen dann halt auf Lehm-Schindeldach. Finde ich schon viel, viel geil. Viel, viel geiler. So, jetzt können wir Fermentieren noch machen. Zack. Wir haben Fermentieren erlernt. Sehr nice. Haben wir das auch noch in der Folge mit reingenommen. Jetzt lass uns mal gucken. Jawohl. Fermentieren. Essig. Alkoholzutaten. Ist jetzt die Frage. Also, die sagen Alkoholzutaten. Ja, kein Plan, ne? Da habe ich echt keinen Plan. Aber lasst uns mal in die Tätigkeiten reingucken. Kochen hat Zerolde 1. 3, 2, Helene. Die hat ja nur 3 Kochkunst. Ah, Forschung hat die einfach so gut, ne? So, warte mal, kochen. Was haben wir hier? Eine 5. Gilles. Eine 3. 22. Eine 3. 19. Bioka könnte noch mitkochen. Ja, es ist halt gerade schwierig, ne? Es ist echt schwierig, da irgendwie was zu finden, wer was macht. Weißt du wie? Aber ist ja wurscht. Es ist ja komplett wurscht. Guck mal, unsere Küche steht. Ne, bis auf der eine Stuhl, der ist noch nicht da. Schön. Aber hier, guck mal, dieses Hirsch-Dings hier. Siehst du? Geil. Schön. Fällt mir. Sieht auch cool aus. Hier draußen haben sie noch nicht fertig gemacht. Was fehlt? Ein Eisenbahn. Wir haben noch 289. Na, hau mal rein hier. Hau mal rein. So, warte mal. Gilles hatten wir Unterhaltung genießen. Ich will mal kurz reingucken bei Gilles. Was hat er? Behandeln, bla 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 bla. Jagen 3. Schmieden hast du 1. Machst du aber nicht. Zimmerhandwerk, Schneidern. Gilles schneidert gerade. Sehr schön. Das hier fällt mir auch richtig gut. Super, da, das war nämlich jetzt so mein... wie fährt man auf Schneidern? Schneidern? Ja, Schmieden soll er als erstes machen. Und wenn da nichts ist, oder Schneidern. Oder Zimmerhandwerk. Ne? Ja, läuft doch ganz gut. So, da würde ich jetzt sagen, Freunde, machen wir hier an der Stelle Feierabend. Ne? Wir sind immer noch im Winter. Die nächsten Folgen werden dann über den Winter hinausgehen. Natürlich nicht in der nächsten schon, sondern in den nächsten kommenden mehr Folgen. Also ich denke mal so 2, 3 und dann sind wir im Frühling. Und dann beginnt unser neues Jahr. Schön, da freue ich mich schon. So, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Freitag und bis hoffentlich morgen. Also bis dahin, ciao, ciao.